Der war der Erste hier. Ich war der Erste hier und ich war wieder Sabo.
Ja, mein Name ist Stefan Durst. Ich bin der heutige Einsatzleiter der Feuerwehr Grevenbruch. Wie sah es aus, als die Feuerwehr Grevenbruch am Einsatzort eintraf? Ja, wir sind alarmiert worden zu einem Brandmeldealarm. Auf der Anfahrt bekamen wir dann von der Leitstelle die Information, dass es zu einer kleinen Verpuffung im Produktionsbetrieb gekommen ist. Als wir hier eintrafen, wurden wir von Betriebsmitarbeitern in Empfang genommen und in die Lage eingewiesen. Was bot sich der Feuerwehr für ein Bild? Was war passiert? Nach ersten Informationen, die sich dann auch bestätigt haben, kam es zu einer leichten Verpuffung in der Produktionsanlage. Dort hatte ein Mitarbeiter zwei Stoffe zusammengemischt, wodurch es dann zu einer leichten Verpuffung kam. Geistesgegenwärtig hat der Mitarbeiter einen Domdeckel geschlossen. Dadurch wurde die Sauerstoffzufuhr zu den Produkten unterbunden und dadurch ist Größeres verhindert worden. Wurden Personen bei diesem Einsatz verletzt oder gab es Verletzte überhaupt bei dieser Aktion? Ja, ein Mitarbeiter der Firma ist verletzt worden. Er ist mit Brandverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Gab es zu irgendeinem Zeitpunkt Gefahr für die Bevölkerung oder gab es Schwierigkeiten für die Feuerwehr bei diesem Einsatz? Nein, man muss an dieser Stelle sagen, der Einsatzablauf war vorbildlich, sowohl von der Produktionsfirma, von der Firma Renania, die uns beim Eintreffen erstklassig eingewiesen hat. Dann die Informationen, die waren in Ordnung und vom Ablauf der Feuerwehr lief auch alles so, wie es sein sollte. Was können Sie zu den Verletzungen sagen des Mitarbeiters? Der Mitarbeiter hat sich Brandverletzungen zugezogen. In welchem Schweregrad kann ich Ihnen nicht sagen. In welchem Verbrennungsgrad.